Herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag oder auch guten Abend, wann auch immer das heute rauskommt. Meistens immer abends, ne? Ich habe mir das Feedback angehört und angenommen natürlich, was in den Kommentaren steht, was heißt angehört, durchgelesen. Ich versuche es umzusetzen. Ich hoffe, ich werde denen auch gerecht, dass ich das umsetzen kann. In traversing Und other ich mehr worlds, darauf I came achte, to dass know ich that the ausspreche, troll was ich was denke, wie hier zum Beispiel, dass hier wieder so ein Troll ist, den wir besteigen werden. Und dann kriegt er auf den Kopf einen rüber. Hoffentlich. Wenn wir es schaffen und es klappt. Ansonsten erkunden wir heute weiter. Ich wollte auf den Kopf, aber okay. So geht das vielleicht auch. Warte mal, ein bisschen drehen vielleicht. Okay, er fällt, oder? Er ist gefallen. So. Das war's schon. Cool. Das ging ja schnell nach den, ne, vorletzten Mal den Drachen. Ja, wieso ist denn heute meine Stimme weg? Ich werde mich auf jeden Fall bessern mit der Aussprache. Die letzten Tage waren ja auch nicht so gut. Ich weiß nicht, ob es nur an den letzten Videos lag. Ganz am Anfang hatte ich das gehabt. Ich rede gleich weiter. Ich wollte ihn nicht unterbrechen. Ist auf jeder der... Es tut mir so leid. Ich muss mich räuspern. Ich hätte muten sollen, ne? Eine Siedlung ist gerade so in der Ferne erkennbar. Vielleicht warten dort neue Entdeckungen. Oh, sowas gibt's auch. Medaillon auf der Statue war das immer. Dann haben wir ein paar verpasst, glaube ich. Was ich sagen wollte, war eigentlich, bevor ich hier von meinem Vasallen unterbrochen wurde und jetzt wieder neue Gegner kommen, die uns angreifen. Ich rede aber weiter. Am Anfang hatte ich das auch so gehabt und ich hatte mich eigentlich gebessert, aber in letzter Zeit gab es halt Schlag auf Schlag. Abends immer lange Streams, gut, daran bin ich ja verschuldet. Dann privat ist viel hat sich viel geändert. Wird sich noch viel ändern ab Samstag noch. Nächste Woche Dienstag bin ich dann noch mal weg und dann danach sollte alles wieder gewohnt laufen und dann bin ich auch nicht mehr so zerstreut und so. Ich will es auch nicht noch mal sagen. Ich habe es schon in dem Final Fantasy VII Video gesagt. Warum? Wahrscheinlich auch sehr zerstreut. Warum? Aber ja. Lasst uns einfach oder lasst mich einfach jetzt die Aussprache, alles Mögliche drum und dran hiermit verbessern und die letzten Folgen einfach mal vergessen. Ich hoffe, es funktioniert auch. So. Aber warum jetzt immer mehr Gegner kommen, weiß ich auch nicht. Wo kommen die denn überhaupt her? Ich wollte nur hier hoch den Troll, weil wir die hier nach Straße erkunden wollten. Wir wollten hier die Straße erkunden. Hatte ich in der letzten Folge auch gesagt, wir gehen hier kurz erkunden und dann hier rüber. Anscheinend wird es mit dem hier rüber gehen nicht wirklich was. Ich schätze mal, wir gehen wieder hier hoch und erkunden hier alles. Und wenn wir auf dem Rückweg sind, nehmen wir kurz mal hier die Straße noch. Ich glaube, das ist okay, oder? Wir sollten auch Hinne machen, weil wir wollten auch ganz schnell nach Batal, oder? Nicht so lange erkunden, also schon Gegenden erkunden, die wir noch nicht aufgedeckt haben, aber hier wieder jetzt so lange zurückzubrauchen. Zum Zurückgehen, woher wir eigentlich kamen, von den Drachen aus. Sollte es jetzt ja auch nicht so lange dauern. Weil das wäre ja auch langweilig. Aber die Kiste hier nehme ich noch mit. Da sind schon wieder welche. Sag mal, hört jetzt auf damit. Ich muss auch aufpassen, ne, wenn ich hier so sage, so sag mal, was soll denn das hier? Das meine ich eigentlich nur, weil es mir auch Spaß macht und sowas ist.
dann glaube ich auch aggressiv, ne? Sollte es gar nicht. Das ist es nur, wenn ich mal sterbe oder sowas. Aber wenn ich sowas mache, ist eigentlich, weil ich Spaß dran habe. Kommt nur nicht so drüber. Ich bin vielleicht auch nicht der sozialste Mensch. Obwohl eigentlich schon. Ich bin nur schüchtern und ich rede nicht so viel mit Fremden an, so, aber mit Kumpels und sowas auf jeden Fall. Da kriege ich auch manchmal zu hören, warum meckerst du immer so rum? Ich mecker nie. Das soll kein Meckern sein. Ich versuche mich zu bessern auf jeden Fall. Ansonsten wüsste ich nicht, woran was liegen sollte. Nur, dass ich meine Gedanken mehr äußere. Und zum Beispiel vielleicht nicht so unfreundlich bin, aber wenn es so rüberkommt, tut es mir leid, weil es in den Momenten kommt es bei mir nicht so rüber, bei euch vielleicht. Das werde ich ändern. Ich höre mir die Videos an. Manchmal laufen ja 3 Videos hintereinander gut oder so, wo ich mir denke, da ist nichts. Und dann hört man sich die ganze Zeit die nicht an, weil man ja sich niederschreibt, da muss ich kurz schneiden und dies und jenes, da war kurz was. Und dann ist das auch gut. Jetzt könnte ich mir, nee, ich kann mir gar nicht mehr Zeit da, nehmen, weil wir gerade im Stream so viel streamen, damit wir final vorankommen. Weswegen wir hier ja auch ein bisschen weniger haben. Sonst hatten wir 2 bis 3 Videos am Tag. Jetzt maximal 1 Video am Tag, wenn ich es schaffe. Aber ja, ich wollte sowieso Streaming und YouTube gleichzeitig machen. Da muss irgendwo erstmal Abstriche gezogen werden, bis man besser ist und man nicht diese Abstriche mehr machen muss und in beiden mehr Zeit investieren kann. Aber bis dahin, so weit wie es geht. Aber ich habe es ja auch gesagt, ist wie, so lange wie bis Final Fantasy XIV Dawn Trail rauskommt. Wenn ich da angekommen bin in Dawn Trail, dann kommen auch mehr Videos, weil bis dahin jeden Tag so viel, dass wir bis zu den Add-on Dawn Trail kommen. Wir haben ja bei 0 angefangen bei Final Fantasy XIV und es ist, darf auch jeder mitgucken, wer möchte und sich dafür interessiert natürlich. Ne? Wer nicht, muss nicht. Aber wir werden nach 14 Dawn Trail auch noch andere Spiele streamen da. Ne? Ich mache ja auch 1, 2 Open-World-Spiele auf YouTube, aber ich denke mal, es gibt so viele davon, da kann man viele, zum Beispiel auch Elden Ring oder so, auch im Stream mal dann spielen. Mal gucken, was wir dann so nach Dawn Trail spielen wollen. Einen Plan habe ich noch nicht, aber es kommen so viele Spiele raus, da werde ich dann wahrscheinlich wieder einen Plan kurzfristig haben. Ansonsten habe ich noch alte Spiele, wie zum Beispiel Elden Ring oder sowas. Mal gucken. Oder Zelda können wir auch noch zu Ende fortführen. Und alles andere, wir gucken da mal. So, ich bin jetzt quasi falsch rumgelaufen. Andere Richtung. Entschuldigung, ich brauche aber momentan keinen Vasallen. Wir wollten, wenn, dann einen Vasallen haben, der mein Level hat. Ich hab's heute mit meinen Räusper-Dings und so. Ich muss unbedingt auch noch bei YouTube, also bei Aufnahmen, mir die Mute-Taste zurechtlegen. Ich sitze da ein bisschen anders, es ist komisch. Es ist einfach komisch. Ich bin nur außer Ausdauer, ist alles okay. Wir haben keine Gegner, nichts. Die Vasallen, ich helfe dir, Meister. Bitte stirb nicht. Ja, was ich sagen wollte, wie ich hier sitze, dann würdet ihr denken, oh mein Gott, aber ja. Da wird es auch bald geändert, dass ich so einen Arm kriege, ich am Tisch festmachen kann. Ja, dann ist das auch, dann ist alles perfekt, dann habe ich das nicht mehr. Dann kann ich auch die Taste drücken. Jetzt sind nur weit entfernt. Da bräuchte ich, hätte ich auch schon machen können. Auf der anderen Mute-Taste. Es tut mir leid. So. Ja, aber die Frage ist ja jetzt, ne? Wir gehen durch den Nebel wieder ein bisschen, aber rechts rum. Habe ich mir den Weg noch gemerkt? Werden wir es durch den Nebel schaffen oder nicht? Das ist die Frage. Ich hoffe jedenfalls. Und ich hoffe, es kommt erstmal kein Drache mehr, obwohl wir sind ja voll genießen. Nee. Erstmal kein Drache, wir brauchen erstmal unsere Ausrüstungstruhe, damit man wieder mehr herstellen kann.
Wird das denn jetzt wieder abends? Oder ist es im Nebel generell dunkel? Kann ja natürlich sein, ne, dass der Nebel immer dunkel ist. Oder es hat gerade so vom Timing gepasst, dass es dunkel geworden ist. So, ihr könnt mir aber mal Feedback schreiben, ob sich was gebessert hat an meiner Aussprache. Ansonsten ist das vielleicht nur meine Art und ich kann die Art nicht verstellen oder so, dann tut es mir wirklich leid. Aber solange es nicht daran liegt und es wirklich was ist, wo man sich denkt und am Kopf fasst, oh mein Gott, was redet der gerade da? Ah, ich kann seine Gedanken nicht mehr verstehen. Das kann ich natürlich nachvollziehen. Waren wir in dieser Höhle nicht? Nee, ne, wir sind jetzt weiter hochgegangen. Das ist jetzt die Frage. Sind wir hier? Ich sollte auch mal wieder unsere Lampe entzünden, oder? Lass uns hier leise reingehen. Ich weiß nicht, was hier so ist. Furthermore, ours is a party of women, by and large. Gäb And yet gibt's no hier? two of us are the same. Ja, wir sind immer eine Gruppe, das sagen die jetzt schon zum fünften Mal, ne? Wir sind schon immer eine Gruppe aus Frauen, es tut mir leid. Ich gehe nur nach den Werten. Wir hatten auch schon Männer in der Gruppe, also daran soll es ja nicht liegen. Es ist sehr divers hier. Also, so will ich es auch halten. Es geht hier nicht nach Frauen oder so, obwohl ich auch selber gerne weibliche Person spiele, einfach nur wegen Glamour und so. Jedenfalls bei Final Fantasy 14 zum Beispiel, wenn wir das als Beispiel nehmen. Glamour sieht halt viel, viel besser aus an weiblichen Charts. Und man kann mehr nehmen. Man kann sich sexy kleiden, okay, als Mann wahrscheinlich auch, aber. Aber da passen halt die ganzen Kleider nicht. Ich finde, so Weißmagier und so könnte vielleicht Geschmackssache. Mein Geschmack ist es jetzt nicht, Kleider zu tragen. Aber da will ich auch keinen reinsprechen. Ich rede ja nur von meiner Meinung, von meiner Ästhetik. Finde ich das am weiblichen Körper so Röcke besser, weil ich es nicht anziehen würde, würde ich dann als Mann auch nicht. Dann fallen halt viele Magier-Outfits weg. Was ich halt schade finde. Und deswegen zum Beispiel sowas. Hier habe ich mich dafür entschieden, weil ich weiß auch gar nicht, weil ich glaube, bei Baldur's Gate wieder männlichen Charakter gespielt habe. Deswegen habe ich hier mal wieder einen weiblichen genommen. Vielleicht ist auch großteils mehr weiblich, aber ich spiele auch männliches. Da ist, ne, je nachdem, wie ich Bock habe, vielleicht. Ja. Oder unterbewusst mehr, ich identifiziere mich mehr mit dem Weiblichen. Nein, eigentlich nicht. Auch obwohl ich Schmetterlinge mag oder sonstige Sachen. Auch ein paar kitschige Sachen. Obwohl ich ein Mann bin, ja. Aber es ist halt, ne, ich bin halt so. Das ist alles. Ich bin halt hier und da mal ein bisschen emotionaler. Manchmal, ich stehe auf halt Schmetterlingszeugnis. Das ist halt so. Und zack. Oder auf so Deko-Kram, kitschigen Zeug und sowas. Und nein, das hat nichts mit der Neigung zu tun, wen ich mag oder sowas. Definitiv nicht. Das wäre dann die ganz andere Richtung. Aber was ist halt schon typisch und so, ne? Jeder ist so, wie er ist. Manche mögen kitschigen Zeug, manche mögen andere. Was ist das für ein Zombie? Hier sind ja ganz viele verschiedene Zombies runter mit dir. Schaffen wir es, ihn runter zu kicken? Warte mal, wir konnten doch irgendwie rempeln, ne? Ja, so meinte ich das jetzt nicht. Ich wollte ihn eigentlich packen und runterwerfen, aber gut. Er hat sich nicht packen lassen. Oh, warte, ich komme. Ja, hier. Ich bin für meine Vasallen da.
Und jetzt lasst uns mal wieder weiter hochgehen durch diese Höhle hier. Ich weiß nicht, wo sie uns hinführt. Zu einer Schatztruhe. Gut. Dann nehmen wir die Schatztruhe, die Gavakapuze. So, wer Feedback zur Verbesserung hat, gerne immer in die Kommentare rein. Ja, ich freue mich wirklich über jeden Feedback-Kommentar und so, damit ich mich verbessern kann. Ja, wenn es richtiges Feedback natürlich ist, was ja legitim ist. Das letzte Mal war es richtige Feedback und ich kriege eigentlich momentan auch nur richtigen Feedback. Das Einzige, was mich nervt, ist, wenn ein Daumen runter bekomme und ich nicht weiß, warum. Weil dann kann man sich auch nicht bessern. Dass ich das dann verdient habe, das ist mir schon klar. Wenn einem die Folge nicht gefällt, der soll natürlich nicht liken, der soll auch mal ein Dislike geben. Aber Likes sind natürlich besser, ne? Nee, aber darüber ärgere ich mich dann nicht, dann verbessere ich mich. Aber ich ärgere mich halt immer drum, wenn man Dislikes kriegt und man weiß einfach nicht warum. Dann ist halt so, ja, wow. Nicht, dass ich denke, dass ich durch den Kommentar ein Dislike bekommen habe oder so. Das denke ich nicht. Ich wollte nur hinzufügen und das habe ich im Kommentar auch geschrieben, dass ich einfach Dislikes ohne Feedback einfach nicht mag. Dass so ein Feedback halt super ist. Das wollte ich damit nur ausdrücken. Hier sind wieder... Hier kamen wir nicht her, ne? Wieso sind hier so viele Zombies? Hatten wir schon mal Zombies? Wie entstehen die und woher kommen sie? Durch eine Seuche? Maybe? Also ja, höchstwahrscheinlich, ne? Oder sind das ausgebrannte Vasallen, die diese Krankheit hatten? Nee, das wäre anders, ne? Die würden dann amok laufen. Durch Licht gehen die auch schneller tot. Ja gut, ich sag's jetzt nochmal, weil vielleicht alle nicht Final Fantasy 7 geguckt haben oder sowas. Da muss man vielleicht doch nicht gucken. Also Samstag, ja, fahre ich mir meinen kleinen Welpen abholen. Kriegen nämlich Zuwachs hier zu Hause dann. Bin für den da die ganze Zeit, weil ich auch jetzt für einen Hund da sein kann und so. Weiter und so fort. ja. Haben wir hier eigentlich her? Ja, das ist diese eine Leiche. Weil die Minimap sich immer umändert. Da denkt man sich so, hä? Warte, wie sind wir denn darüber gekommen? Sind wir gesprungen so und dann hier? Nee. Doch, oder? Oder hinten rumgelaufen vielleicht? Jetzt habe ich durch das ganze Reden nicht aufgepasst. Das passiert auch mal. Also wenn man dann sich anstrengt zu reden, dann weiß man nicht mehr, wo man langläuft. Aber ich bin halt manchmal auch blind. Das kann auch an mir liegen. Damit muss man aber klarkommen, ja. Dass man kurz verläuft oder sowas. Wenn ich mich lange verlaufe, schneide ich. Oder es wird hinten rum ein bisschen länger. Aber sonst... Ich nehme das ja alles in auf meine Kappe, weil bin ja ich, der blind ist. Manchmal ist es auch lustig. Obwohl ich finde es nie lustig, wenn ich blind bin und alle sagen, Terra, typischer Terra wieder. Was sollte ich sagen? Achso, Samstag habe ich, ja... Hundezuwachs, deswegen auch nur ein Video und deswegen bin ich Samstag dann auch nicht da. Da gibt es auch keine Streams und so. Dafür haben wir dann wieder vermehrt. Vermehrt Streams die nächste Woche dann. Natürlich nur abends. Ich muss ja für den Hund auch da sein dann, ne? Kann mir keinen anschaffen und dann auf einmal streamen. Das würde ich auch niemals tun. Um Gottes Willen. Und dann Dienstag passt jemand auf den Welpen auf. Ich wünschte, es müsste nicht, aber ja. Ich muss leider zu der Beerdigung meiner Oma. Weswegen ich vielleicht auch ein bisschen zerstreut war, bin oder
Vielleicht liegt das auch nicht da. Ich möchte die Schuld gar nicht da drauf schieben. Ich möchte einfach nur sagen, warum vielleicht Dienstag gar nichts kommen wird. Aber ich versuch's natürlich, ne? Aber das hatte ich im Final Fantasy 7 Folge auch schon gesagt. Vielleicht nicht so ausdrücklich, weil da ging es mir noch nicht so gut. Ist ja auch selbstverständlich dann, ne, bei sowas. Das ist ja, ne, also. Na, drüber zu reden ist auch grenzwertig. Ich streng mich gerade an. Aber wenn ich mich wieder gleich ablenken kann, ist das wieder nicht so schlimm. Ich will auch nicht jetzt so, oh mein Gott, und ja. Ich wollte es nur zur Verständnis einmal sagen. Aber wenn es die ganze Zeit ist, ich verbessere mich ja jetzt. Hoffentlich. Ich hoffe, dass ich mich verbessert habe. Und auch das so weiter halten kann. Wenn nicht, gerne Feedback schreiben und ah, du fängst schon wieder an bei. Streng dich an. Denk dran. Du musst gut abliefern, damit wir deine Videos mögen. Damit wir auch Spaß dran haben. Und das ist natürlich das Beste für mich. Wenn ihr daran Spaß habt, dann freue ich mich umso mehr und habe gleich mehr Motivation, gleich das nächste Video zu machen. Auf jeden Fall. Das ist so in beiderlei Seiten. Ne? Wenn ich mich nicht anstrenge, dann kriege ich auch Motivation, genau. Motivation. Wisst, was ich sagen will? ich bin gestolpert, es tut mir leid. Vor allen Dingen, wie ich da über die Kante lag, ne? Wie das aussah. Oh, er wurde von der Diebin oben mit dem Seil befestigt gerade. Manchmal bin ich froh, dass wir ein Krieger sind. Mit Zweihandwaffe. Das ist so eine Explosion. Ach, naja, ist halt explodiert. Wo kommt ihr denn schon wieder her? Ich hab euch ja gar nicht gesehen. Sir Beastmaster. Wurde der gerade an den Felsen getackert? Habt ihr das gesehen? Ist voll Anime-like hier. Einfach bam, gegen den Felsen geschlagen und dagegen getackert. Heute rede ich aber auch wie am Wasserfall, ne? Ich dachte so, ja gut, wenn man mir Feedback gibt, dann denke ich die ganze Zeit dran und kann nicht reden, aber jetzt rede ich die ganze Zeit darüber und ich rede über meine privaten Sachen und sonst irgendwas. Also so weit, wie ich das halt sagen möchte. Ich weiß natürlich, ich muss das nicht sagen, aber ich möchte gerne. So. Damit man auch vielleicht mehr versteht und so. Die rollen doch gleich, wenn ich da vorbeigehe, oder? Ja, ja. Du musst das nicht gleich zerstören, aber dankeschön. Geht sie dadurch, bam, weggerissen. Nehmen wir vielleicht das hier mit und schleudern das da rund. Und wenn man die ganze Zeit redet, wie eben, die Zeit geht voll schnell rum, ne? Ich will eigentlich noch das ganze Gebiet da erkunden. Wo kommen wir eigentlich wieder raus? Das ist die beste Frage, oder? Wo kommen wir raus? Haben wir einen kompletten Geheimgang gefunden? Sind wir gleich wieder bei den Elben oder sind wir wieder rechts beim Drachen? Bei den Elben wäre gut, rechts beim Drache wäre halt nicht so gut. Da haben wir halt nur diese Folge die Höhle erkundet. Aber draußen auch dunkel. Wir sind fast beides, ne? Halb Elben, halb Dings. Aber was eigentlich gut ist, wir können dann hier oben wieder reinlaufen und hier. Und dann hier runter gehen. Und dann haben wir doch geschafft, was wir wollten. Hier weiter erkunden. Oder waren wir letztes Mal schon? Nee, ne? Haben wir hier das letzte Mal schon gerastet? Merkwürdiger Korridor. Ja, das haben wir jetzt gerade entdeckt. Nee, wir sind da rausgekommen, oder? Nee, nee, wir sind hier rein, da rausgekommen, glaube ich. Und hier war jetzt neu. Hoffentlich, bitte lass hier neu sein. Dafür, dass ich mir nicht mehr richtig sicher bin. Warte mal. Wenn wir noch nicht waren, haben wir das hier schon... Nee, es aktiviert sich das erste Mal, oder? Bedeutet das Rot, dass ich das erste Mal...
aktiviert. Ich würde sagen, dass sich das das erste Mal aktiviert. Hilft der uns? Ich dachte, die helfen uns, ne? So, das Geld nehme ich natürlich mit und das auch. Danke, dass ihr uns geholfen habt mit dem Toxikum. Ne, das aktiviert sich immer so. Ah. Aber nee, wir waren hier noch nicht. Weil hier können wir noch erkunden gerade. Das sind Feuerechsen. Nee, Toxic-Echsen. Doch, die hatten wir schon, die Echsen. Der Schweif muss ab. Der Schweif muss ab. Perfekt. Perfekt, der Schweif ab. Ja, das war super. Ist das einfach nur, ja, ist nur ein Wasserfall? Ich dachte, da hätte sich sonst was gelöst. Aber hier waren wir noch nicht. Da ist ne. Oder ich habe das letzte Mal nicht eingesammelt. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht gehen wir mal schnell erkunden und dann. Ich glaube, hier ist Schluss, oder? Hier oben haben wir aber noch nicht erkundet. Dann gehen wir hier hinten rum. Wir gehen auf jeden Fall schon mal zum Anfang hin. Ihr könnt hier drinnen kämpfen. Nicht, dass die Tentakeln kommen. Ich möchte die nicht. Seid vorsichtig hier. Ich muss, glaube ich, ja, ich bin wieder schwer. Ich habe es mir schon gemerkt, also gedacht. Gemerkt. Ja, ich merke es jetzt selber, was ich manchmal für einen Stuss rede. Es tut mir leid. Ich muss auch nicht die ganze Zeit tut mir leid sagen. Warum sage ich das? Aber ja. Er tut mir aber irgendwie auch. Ich möchte ja auch, dass meine Folgen und so viel, viel besser sind. Hier, du kriegst erstmal alle meine Sachen, damit ich wieder leichter bin. Die war ja sehr leicht. Gleich kann der Dieb nicht nur springen. Oh mein Gott, ich bin schwer. Ich kann meine Attacken nicht mehr vollführen. Oh no. Ja, ich hoffe ja mal nicht. Aber ich muss was loswerden. Ich kann sonst noch Lavender was geben. Die ist ja auch noch leicht. Hier haben wir noch ein paar Steinchen. Ganz kleine Steinchen. So. Ich bin wieder so mittel, ne? Was bist du? So wie geht's dir? Ein bisschen mittel. So, jetzt sollten wir eigentlich fertig sein und weiter geht's. Und bitte kommt kein anderer Drache mehr. Ich hatte die doch aktiviert, oder habe ich keine... Ja, die war doch an. Wieso haben... Hat er die automatisch... Haben wir die automatisch ausgemacht, wo wir rauskamen? Oder habe ich die wirklich ausgemacht? Ich habe die doch nicht ausgemacht. Ich vergesse doch solche Sachen immer. Macht das dort nicht aus. Ja, schießt das gleich an. Alles klar. Können wir den Drachen überhaupt besiegen? Ich dachte, Folge Ende. Au. Ich dachte, Folge Ende, nicht Drache erwache. So wie das letzte Mal. Oh, da unten ist wieder seine Schwachstelle. Wir sehen's. Warte, warte, warte. Lauf! Er hat wieder Blitz. Ich wurde geblendet, geblitzdings. Helfen Sie mir, Herr Vasallen. Okay, nee, ist schon gut. Ich komme schon zurecht. Ist okay. Solange er nichts in der Hand hält, brauchen wir nichts zu befürchten haben. So, wir müssen ein bisschen Energie tanken wieder.
dürfen nicht getroffen werden. Dann oh, oh, lauf, 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 lauf. Das explodiert gleich, ne? Jetzt hat er wieder Blitze, ne? Mach mal deine Blitze gerne. Ja, okay. Das wollte ich nicht. Warum bin ich denn da hängen geblieben gerade eben kurze Zeit? Hilfe, Lavender, bitte lass dich nicht töten. Holt den... Könnt ihr den runterholen irgendwie? Vielleicht. Los. Ich krieg den vielleicht auch hier am Schwanz. Am Schweif. Aber über die Stacheln klettern ist ein bisschen, ja. Der lässt einen nicht. Der hat mich runtergeblitzt. Jetzt haut er mich noch mit der Seite. Das geht gut. Wir sollten sie nicht provozieren. Ich meine, ja, wir sind ja toll geheilt. Ist doch okay. Okay, okay, okay. Ich sehe es ein. Ich laufe ja schon wieder. Na, 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 na. Na, 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 na. Wir haben... Ja! Schlagen darfst du mich. Nur nicht Feuer oder Eis oder Blitz. Okay, er hat wieder Blitz in der Hand, ne? Oder sowas. Oder Feuer. Die laufen wieder ein bisschen. La, 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 la. Gut. Wieder verschnaufen, verschnaufen. Los. Greift an. Ich komme an seinen Schweif nicht dran, ne? Doch, jetzt. Dann muss der halt abgehackt werden. Wenn wir nicht hochkommen, hacken wir ihn ab. Abgehackt. Komm da oben runter jetzt. Oh, 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 geblitzdings. Au. Ihr könnt gerne auch Tipps in die Kommentare schreiben, ne? Wie kann man ihn am besten noch da runterholen? Oder, ja. Jedenfalls als Krieger, ohne hochzuklettern, weil das funktioniert ja beim Drachen nicht so gut. Wenn man die Schwachstelle treffen würde, ne? Dann würde man richtig viel Schaden machen. Aber ich treffe sie halt nicht mit meinen... Jetzt habe ich sie... Habt ihr gesehen? Jetzt habe ich sie getroffen. Okay, ich weiß, was ich drücken muss. Aber ich laufe erstmal wieder. Ist er weggeflogen? Nee, er ist immer noch da. Er ist runtergekommen. Ihr habt es geschafft. Dann... Ja, rein in die Wunde. Rein in die Wunde. Rein in die Wunde, sage ich dazu nur. Noch einmal gerne. Rein in die Wunde. Und jetzt bin ich auf weg. Tschüss. Es explodiert wieder, aber richtig. Da solltet ihr rennen. Das sind ein paar Kometen, glaube ich. Wozu könnte ich Kometen schleudern? Ein bisschen aus, ist okay. Warte, warte, warte. Was ist zu spät bei den Flammen? Nee, 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 nee. Pass auf. Wir machen das hier. Bam! Und schon wieder haben wir was. Ich glaube, der Himmelshieb ist bei denen voll super. Guckt euch das mal an.
Ja, warte, lass mich unter deinen Bauch. Nein, lass mich laufen. La 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 la. Ja, ich weiß nicht. Oh Gott sei Dank, wir konnten auch ausweichen. Ihr habt die Ausdauer gesehen, oder? Wie sie ganz langsam wurde, so. So ganz langsam leer wurde, das wollte ich sagen. Komm da oben runter, du. Hat wieder Blitz, ne? Ja, ist okay mit dem Blitz. Okay, das ist nicht okay, dass das Lavender da liegt. Hör auf, Lavender anzufeuern. Sie ist schon heiß genug. Was? Also ich meine, sie ist tot genug. Damit heiß, also nicht das, was ihr denkt. Man kann sich ja auch nur verhaspeln, ne? Komm, wir müssen ihn runterkriegen, so. Nein, okay, damit nicht. Nein, okay. Ich hätte nicht erwartet, dass er jetzt einen Blitz macht. Okay, ist okay. Oh nein, nicht ins Wasser. Ich bin gerade benommen, nicht ins Wasser. Hilfe! Hallo? Ja, Jayana, ich weiß, wir haben ein Problem. Ah. Komm, steh auf. Komm mit. Gott sei Dank, wir haben ein bisschen, wir können Leben wieder auffüllen, ne? Was passiert hier noch, ein Drache einfach so? Ich gebe nicht auf, aber danach definitiv kein Drachen mehr, bitte. So, was können wir noch nehmen? Wir können das noch einmal nehmen, ne? Können wir irgendwas... Warte mal, hier. Kombinieren, doch. Kombiniere schnell irgendwas, das hier. Große Menge Gesundheit, auf jeden Fall. 2. Damit auch. Haben wir noch irgendwas? Das können wir herstellen. Und darunter können wir noch so einen herstellen. Gut. Hier 2 Fische, ne? Lampenöl. Ich will doch kein Lampenöl. Trockenobst. Ja, es sollte erstmal reichen. So, ich will ja nicht zu viel. Wir müssen den Kampf schaffen. Kommt er runter? Ich dachte, er kommt jetzt. Ja. Wir bleiben konzentriert. Bam, getroffen. Wenn wir so weitermachen. Ja, nochmal getroffen. Dann können wir dodgen und treffen. Pass auf. Nein, lauf. Nicht mehr treffen lassen. Lauf! Schnell wieder neu hier und sie aufhelfen bitte. Komm hoch. Ich brauche Hilfe. Ja, jetzt haben wir ihn. Bam, rein da. Noch einmal, komm. Oh, nicht genau getroffen, aber egal. Aber es kommen die Blitze. Ich muss laufen! Ja, ich weiß, dass wir wieder Explosionsattacken haben. Los, greift ihn an! Er fliegt wieder, ne?
Da sehe ich einfach nicht, was er hat da oben. Wenn er Feuer speit, okay, ja, die Blitze sind wieder kacke. Doofe Blitze, doofe Blitze. Blitz, 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 Blitz. Ich schwitze hier wieder mit meinen Händen, ne? Ja, okay, Feuer ist okay. Dann können wir seinen Schweif angreifen, aber... Okay, ich lauf wieder. Ich sehe es schon. Er möchte uns explodieren bringen. Vielleicht ein paar Sachen zum Explodieren hier. Ein paar Minen legt er auf einmal. Könnten Sie da oben runterkommen, Herr Drache? Ich sehe aber nichts, ne? Da ist ja der Herr Drache wieder. Alles auf eine Karte setzen. Nein. Doch, alles auf eine Karte. Der hat Glück, dass er hochgeflogen ist. Jetzt aber, komm. Ja. Wir haben ihn. Wir haben ihn. So ist das. Jetzt kriegen wir seine Lindwurm- und Drachenschuppen. Damit sind wir fertig. Guckt euch das an. Der nächste Drache. Haben wir so ein Thumbnail hier? So, gib 5. Pass auf. So. Ist nicht so super, ne? Hier so. Perfekt. Damit hoffe ich, dass das diesmal viel, viel besser war. Es ist eine sehr lange Folge auf einmal. Wir machen hier jetzt Cut und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit den Erkunden. Jetzt haben wir schon 2 Drachen fertig. Wir können auch schnell mal hier eine Karte. Das müsste der Drache gewesen sein. Den nehmen wir jetzt weg. Wie kann ich die löschen? Den Wegpunkt wegmachen. Entfernen. Ja. Das ist perfekt. Den brauchen wir nicht mehr. Wir müssen hier nur noch mal irgendwann erkunden, aber ja. So wie hier auch noch mal. Das kriegen wir hin. Erstmal da oben die ganze Fläche. So, da würde ich aber sagen, bis hierhin. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Feedback ist immer erwünscht und ein Like nicht vergessen. Abo drücken und auch gerne die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Dankeschön und auf Wiederschauen. Tschüss.